Hallo und Servus bei Gertis Bastlergarage. In diesem Video machen wir wieder einen kleinen Stammtisch und wir reden über Schneefräsen. In diesem Video geht es darum, welche Schneefräsen ich persönlich schon alles in die Hände gehabt habe und was ich dazu sagen kann. Meine Erfahrungswerte, was kann ich euch empfehlen, wo ich sagen würde, ja, lasst ihr die Finger davon, kann man sie leicht reparieren, gibt es Ersatzteile, gibt es keine Ersatzteile und ja, einfach mal allgemein euch eine kleine Kaufempfehlung geben, wenn ihr sagt, ihr sucht eine Schneefräse und wollt euch da mal ein bisschen schlau machen, was es für dementsprechende Modelle auf dem Markt gibt. Wundert euch nicht, ich schaue ab und zu auf mein Handy, weil ich habe mich eine Liste zusammengeschrieben in der Reihenfolge, wie ich sie damals bildermäßig auf dem Handy habe. Ich erinnere mich aber oft besser an Bilder als beziehungsweise an die Maschinen, wenn ich die Bilder sehe, als rein an die Namen. Also von daher, bitte verzeiht mir das. Grundsätzlich will ich sagen, es alles ist meine Meinung, meine persönliche Erfahrung, die ich euch einfach nur weitergeben will. Das alles ist nicht in Stein gemeißelt und die ganzen Bilder, die ihr jetzt dann gleich sehen werdet von den diversen Schneefräsen, sind von mir gemacht, also Copyright oder sonstiges gibt es da nicht, das ist alles meins. Genau. Dann fangen wir an und zwar mit der McCulloch. Die McCulloch, die habe ich vor kurzem erst gekauft, war eine grundsolide, stabile Maschine. Es war ein bisschen neueres Modell, schlag mich tot, 2016, 2017. Zu den Älteren kann ich nichts sagen, da habe ich noch nichts in die Richtung gehabt, aber die Maschine war grundsätzlich eine absolut grundsolide Schneefräse, einfache Technik wie fast alle Schneefräsen, simpel aufgebaut, stabil aufgebaut, hat den E-Starter drin. Ja, kannst wirklich nicht meckern, kannst nichts sagen über die Maschine. Also würde ich, wenn ihr die zu einem angenehmen, guten Preis mit 8 PS, so wie die Maschine, die ihr seht, jetzt kaufen könnt für um die 700-800 €, wenn der Zustand gut ist, könnt ihr absolut bedenkenlos zuschlagen, werdet ihr Freude damit haben. Als nächstes meine absolute Lieblings- oder einer meiner Lieblingsmarken, Toro. Ich habe von Toro schon alles gehabt. Ich habe von Toro insgesamt bestimmt schon 10, 15 Schneefräsen gehabt, von der kleinsten von 5 PS bis zur stärksten mit 11 PS. Und wirklich alles Tip-Top-Maschinen. Also wenn ihr eine Toro in guten Zustand, zum guten Preis bekommen könnt, scheißegal, ob das Ding schon 20 Jahre alt ist, dann schlagt einfach zu, dieses Gerät wird euch nicht verlassen. Das bleibt bei euch, die ist absolut treu, die sind toll verarbeitet. Man kann nicht schimpfen drüber, man muss wirklich sagen, die sind einfach aufgebaut, Antrieb meistens über Friktionsrad, außer die Toro mit dem Powershift, die haben ein richtiges Getriebe drin. Da muss ich dazu sagen, hat mich letztens einer auf meinen Kanal angeschrieben, auf mein Schneefräsen-Video, der hat so eine Toro mit Powershift und den richtigen Getriebe und da ist anscheinend, da hat sich da der zweite Gang verabschiedet. Das ist Zahnrad wahrscheinlich kaputt. Kann ich aber nicht tun, nichts dazu sagen. Wie gesagt, ich habe die Fräse nie in der Hand gehabt. Aber grundsätzlich Toro Top-Maschine. Man muss auch noch dazu sagen, die kleineren Motoren, so bis 8 PS, 8 PS ist so die Scheidegrenze, haben auf Tecumseh-Motoren drin. Es gibt aber auch schon 8 PS Toro-Fräsen mit einem Büchsen-Stretten-Motor. Die größeren sind dann meistens alle Büchsen-Stretten-Motoren. Grundsätzlich kannst du nichts sagen. Gegen Büchs oder gegen Tecumseh sind eigentlich alles gute Motoren. Tecumseh haben ab und zu mal Probleme mit der Zündung. Ich habe momentan gerade so einen, deswegen steht da hinten auch schon ein Motor, weil ich bei einer die Zündung tauschen muss. Aber grundsätzlich, wenn ihr eine Toro zum guten Preis, im guten Zustand bekommt, absolut zuschlagen. Ist wirklich empfehlenswert. Da werdet ihr Freude dran haben. Meine absolute Lieblingsmarke, Yamaha. Für mich persönlich gibt es nichts Besseres als eine Yamaha-Schneefräse. Vom ganzen Aufbau her, von der Stabilität her, von den Gedanken, die sich die Ingenieure an der Maschine gemacht haben, absolut mega. Also wirklich war genialste Maschinen. Meiner Meinung nach kann man eine Schneefräse nicht besser aufbauen. Da kommt meiner persönlichen Meinung nach nicht mehr Honda mit dran. Natürlich, es ist dann auch wieder eine Preissache. Ich meine, wenn ich eine 8 PS Yamaha habe, die bekomme ich gebraucht für 600, 700, 800 €. Eine 8 PS Honda, da zahle ich 3.000 €.
ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Nichts gegen Honda, um Gottes Willen, aber mein persönlicher Favorit ist und bleibt absolut Yamaha. Ebi, geschrieben Ebi, A-Ebi, die Schweizer sagen Ebi. Wie man es genau spricht, ich weiß es nicht, das sind absolute Panzer. Die Schneefräsen sind gebaut worden, dass die 30, 40, 50 Jahre halten. Es ist brutal, ja, vorn die Schneehaube, wo die Schnecke drin arbeitet, ist bei den drei Ebi-Maschinen, die ich bis jetzt gehabt habe, aus 6 mm Stahlblech gewesen. Also das ist wirklich brutal. Normale Schneefräse hat 1 mm bis 1,5 mm Blech. Also wirklich brutal. Das Einzige, glaube ich, was an der Ebi kaputt gehen kann oder verschleißen kann, ist der Motor. Alles andere ist für die Ewigkeit gebaut. Absolut unverwüstliche Technik. Der John Deere. John Deere unterscheidet sich oftmals, Betonung liegt auf oftmals, von den anderen Schneefräsen, in denen die ein richtiges Differential drin haben. Die meisten Schneefräsen treiben alle beide Räder starr an. Wenn ich jetzt besser um die Kurven fahren will, habe ich die Möglichkeit, dass ich einen Splint rausziehe bei einem Rad, das Rad reinsetzt, Splint wieder reinmacht und das Rad läuft frei. Dann treibt mir natürlich nur ein Rad an, komme ich dafür aber umso leichter um die Kurven. John Deere hat bei vielen Schneefräsen ein richtiges Differential verbaut, was auch noch sperrbar ist über einen Stern in einen Reifen. Den kann man dann auf- und zudrehen. Finde ich grundsätzlich eine tolle Sache. John Deere Schneefräsen aber allgemein eher selten bei uns. Wie es mit der Ersatzteillage ausschaut, ich weiß es nicht. Als nächstes Murray. Eine Möbelschneefräse ist eine grundsolide Schneefräse und ich nehme da jetzt auch gleich mit die Dynamarken mit rein, weil die eigentlich fast absolut 1:1 baugleich sind. Die haben sogar die gleiche Farbe. Ich weiß nicht einmal, ob es da großen Unterschied gibt oder ob die alle vom gleichen Band runterlaufen und dann wird bloß ein anderes Markenlogo draufgeklebt. Auch eine grundsolide amerikanische Schneefräse, also wirklich top. Allgemein zu den amerikanischen Schneefräsen, da gibt es nichts zu meckern. Muss man wirklich sagen. Also wenn jemand kommt und will meine Meinung hören, ich sage immer, die Amerikaner können drei Sachen. Die können Brüde sein, V8-Motor bauen und Schneefräsen bauen. Das kennen sie wirklich gut. Einfache Technik, absolut in Ordnung. Wie es ersatzteilmäßig ausschaut, weiß ich nicht. Aber im Endeffekt brauchst du nichts groß. Du brauchst einmal ein neues Friktionsrad. Das kriegst du auf eBay für 20-22 €. Überhaupt kein Problem. Die sind standardisiert. Also kann man absolut empfehlen. Jetzt gehen wir ein bisschen in den Low-Budget-Bereich rein. Das sind die Snow Drover. Drover. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Habe ich bis jetzt zwei Stück gehabt. Eigentlich auch eine solide Maschine, aber man merkt halt einfach, ist so ein Baumarktgerät. Also das ist alles ein bisschen schwächer, ein bisschen dünner ausgelegt. Wenn man sie pflegt und aufpasst und schaut, was man mit der Fräse macht, ist absolut in Ordnung. Ich habe einen Kunden letztens eine mit 6,5 PS verkauft, die gelbe. Der hat mich angeschrieben und hat sich bedankt bei mir und sagt, das ist eine Wahnsinnsmaschine, die läuft mit 6,5 PS, der wohnt bei uns in Ruppolding, die haben letzte Woche über 25 cm Neuschnee in einer Nacht gehabt und da hat die sich ohne Probleme durchgearbeitet, also muss soweit echt nicht schlecht sein, aber das ist jetzt keine Maschine, wo man sagt, ich renne damit 10 gegen Bordsteuer, dann ist vorne alles verbunden. Ein Stieger. Grundsätzlich, ich habe bis jetzt zwei Stieger-Schneefräsen gehabt. Die eine war riesig, die hat 8 PS gehabt, die war gefühlt 2 Meter lang, ein Riesenteil. Fand die ein bisschen unhandlich, vor allem wenn du das vielleicht in der kleinen Garage irgendwo aufbewahren willst. Die andere Schneefräse zeige ich euch jetzt noch am Pudel. Tolle Maschine, ich habe die damals komplett hergerichtet, zangstrahlt und lackiert. War unsere tolle Maschine, Aufbau wie alle anderen Schneefräsen. Wie gesagt, da nimmt sie nichts. Was willst du anders da bauen? Wenn man was Bewährtes hat, ja, dann baut man es so. Qualitätsmäßig, ja, absolut in Ordnung. Ist auch wieder der Punkt, wenn mal was kaputt geht, dann meistens wahrscheinlich am Motor. Das Gleiche, wenn mal was kaputt geht, dann geht es am Motor kaputt, kann man bei der Rapid sagen. Mit einer kleinen Kleinigkeit noch dazu. Die Rapid-Schneefräsen sind Panzer. Die ist fast so stabil aufgebaut wie die Ebi. Absolut
tolle Qualität, tolle Maschinen, die auf die Bilder, die ihr jetzt gerade seht, die sind bestimmt ihre 25, 30 Jahre alt, also mit Sicherheit. Problem war da, die zwei, die ich gehabt habe, die haben einen Hydrostaten gehabt. Und der Hydrostat, das kann ein Arschloch sein, der kann euch gewaltig ficken. Und wenn der kaputt ist, dann kannst du die Maschine wegschmeißen. Muss man wirklich so sagen. Also solltet ihr euch so eine Rapid, wie da auf den Bildern zu sehen, absolut handlich, klein, super Maschine, 8 PS, also wirklich für die Größe genial. Hydrostatischer Antrieb, auch genial. Absolut geil, aber wenn der Antrieb nicht hundertprozentig funktioniert, wenn ihr die Maschine testnutzt, lasst bloß die Finger davon, ihr seid die Deppen hoch drei. Du kriegst davor keine Teile mehr. Und wenn, dann wahrscheinlich zum Schweinegeld. Also da würde ich aufpassen. Als nächstes geht es weiter mit Ariens, auch wieder typisch amerikanische Schneefräse. Tolle Technik, war meiner Meinung nach mit die ersten Schneefräsen, die das eingeführt haben, dass wenn ich meinen Fräsantrieb einschalte und dann meinen Fahrantrieb, dass ich die Hand vom Fräsantrieb wegnehmen kann. Das verriegelt dann. Und erst wenn ich den Fahrantrieb loslasse, gehen alle zwei Hebel hoch und schaltet sich auch der Fräsantrieb wieder ein. Ich habe hier eine Fräse auch mal komplett zerlegt und komplett restauriert. Ihr seht es am Bild, die schaut wirklich top aus. Absolut tolle Maschinen, Leistung, oftmals mit einem riesen Schneeschild vorn. Wo ich mich frage, war ich teilweise zu groß? Ich habe zwei baugleiche gehabt, bloß die eine hat 8 PS gehabt, die andere 10 PS. Wo ich gesagt hätte, ja, mit der 8 PS Maschine würde ich mir vielleicht ein bisschen kleinere Schneeschild wünschen. Bei viel Schnee kommt die 8 PS ins Schwitzen. Habe aber auch schon eine kleine gehabt mit 6 PS, glaube ich. Die war perfekt. Also wirklich Ariens, absolut tolle Maschine. Die Dynamark hat man schon, die haben wir bei Merrill mitgemacht. Dann geht es weiter mit Holzinger, made in Germany. Zusammengebaut in Germany, gebaut in China, meiner Meinung nach. Also ich will hier nichts sagen, was vielleicht nicht stimmt. Es ist meine Meinung. Grundsätzlich keine schlechte Maschine zu dem Preis. Die kriegst, glaube ich, neu für 1200, 1300 Euro mit Raupenantrieb, mit Lenkbremse, mit Griffheizung, 13 PS und dann niegelnagelneu für 1300 Euro. Meiner Meinung nach sind die in China montiert bzw. gebaut worden und werden in Deutschland nur noch zusammengebaut. Grundsätzlich aber keine schlechte Maschine. Ich habe von denen zwei oder drei Stück schon gehabt. Kannst eigentlich überhaupt nichts dagegen sagen. Das ist ähnlich wie bei der Snowdrawer. Man muss darauf aufpassen. Also da darfst du nicht groß gegen einen Bordstein rennen, dann verbirgt es davor Neues. Aber wenn du sagst, du hast da eine schöne Fläche und kannst in Ruhe Schnee fräsen, da ist nichts anderes drin, keine großen Steine oder sonstiges, sind die absolut in Ordnung. Genau das gleiche würde ich zu der MTD, das wäre die nächste Schneefräse, sagen. Genauso wie bei die Holzinger. Also ist meine persönliche Meinung, ich hänge euch das Bild dran, die nehmen sich nichts grundsätzlich voneinander. Also ja, wahrscheinlich laufen die alle vom gleichen Werk runter, werden dann was anders gepulvert und woanders zusammengebaut und dann wird es gewesen sein. Honda, Entschuldigung, ja, was sollst du zu Honda sagen? Top-Maschinen, Top-Qualität, Hammerpreise. Also ich persönlich finde die Preise nicht mehr normal. Ich hatte bis jetzt drei Hondas, jeweils in der 6 PS-Klasse mit Raupenantrieb und habe die dann für um die 1000, 1200 Euro verkauft. Und das waren wirklich Top-Maschinen. Aber ich habe halt für 1200 Euro eine 6 PS Schneefräse. Wenn ich da aufstocken will und will eine Schneefräse mit 7, 8, 9 oder 10 PS, dann bist du halt bei Honda in einer Preisklasse von 3.000, 4.000 Euro. Und das ist halt einfach, wo ich sage, steht in mein Verhältnis steht es nicht mehr im Verhältnis. Also das ist einfach zu teuer für das, was die kosten. Ich meine, das ist eine Top-Qualität, das sind Top-Maschinen, das sind die besten Motoren, braucht man überhaupt nicht drüber reden. Das ist alles so. Aber dieses Geld für eine Maschine, die ich vielleicht im Jahr zweimal brauche, boah, meiner Meinung nach, eine Honda mit 10 PS, die kostet 8.000 Euro, sagen wir mal, oder 6.000 Euro,
Tirentizi im Hochgebirge. Wenn ich jeden Tag fräsen muss, weil es schneit wie Schwein, wenn ich da 20 Zentimeter, 50, 60, 70, 80 Zentimeter Neuschnee jeden Tag habe und das Scheißding muss arbeiten wie Schwein, dann rentiert sich so eine Honda zu dem entsprechenden Preis. Für den normalen Otto-Normalverbraucher, der eine Schneefräse zweimal im Jahr braucht und da ab und zu einmal so Hof einfahrt, ein bisschen zum Fräsen, ist meiner Meinung nach das Geld nicht wert. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. SimpliCity hatte ich bis jetzt erst eine, ist eher eine bisschen seltene Marke, würde ich auch aufpassen. Es sind tolle Maschinen, die würde ich absolut gleichsetzen mit Ariens zum Beispiel. Das ist einfach eine amerikanische Schneefräse oder Toro. Aber Ersatzteillage, würde ich ein bisschen aufpassen, da wäre ich sehr kritisch, wenn es da mal um bestimmte spezielle Teile geht, ob man da noch was bekommt, ich weiß es nicht. Weiter geht's mit Hakko, hatte ich bis jetzt zwei mit 10 PS, ich hänge euch das Bild dran, auch ein richtiges Monster wie die großen Ariens, richtig breit, richtig stabil. Hat ein richtiges Getriebe drin gehabt, einer der wenigen 5-Gang-Getriebe, eigentlich 6, also 5 vorwärts, 1 rückwärtsgang. War grundsätzlich eine richtig tolle Maschine, hat auch richtig Spaß gemacht, die komplett zu zerlegen und zu restaurieren. Also gibt es überhaupt nichts zu meckern gegen einen Hakko, auch aber eher selten. Also wenn es wieder ersatzteilmäßig ist, ich weiß es nicht, kann es schwierig werden, wo die gebaut worden sind. Bild mir ein in Deutschland. Es müsste eine deutsche Marke sein, ist getrieben, vertrieben worden von der BayWa. Aber nagelt mich da bitte nicht fest. Eine Lumag. Lumag Schneefräse grundsätzlich auch absolut eher im Low-Budget-Bereich anzusehen, aber keine schlechte Fräse, also gibt es überhaupt nichts, die ich da gehabt habe, die war noch nicht so alt, war eine grundsolide Maschine, ich habe da eigentlich nur einen Service gemacht, mehr kann ich zu der Maschine nicht sagen, aber hat eigentlich einen guten Eindruck gemacht, Bauweise, ja, wie bei allen anderen, Friktionsrad, einfacher Antrieb, 2 Keilriemen vorne, ja, kannst nichts sagen. Agria, genau das gleiche wieder, Friktionsrad, 2 Keilriemen, einmal für einen Fräsantrieb, einmal für einen Radantrieb. Stabil aufgebaut, gut verarbeitet, aber auch jetzt nichts überwiegend Besonderes, weil Agria wieder doch hoch über den Schenkenig lobt, wie toll die sind. Aber die Schneefräse, ja, war einfach eine simpelste Schneefräse, ohne groß was dahinter war. Genauso ist bei der Bolens oder bei der Snapper oder bei der Jerkamsen. Das wären die drei nächsten. Alles drei sind Amerikaner, alles drei haben die gleiche Bauform, sind gleich aufgebaut und sind grundsätzlich auch stabile Maschinen. Frage ist echt so wie bei Jakobsen, Snapper, Bolins. Bolins vielleicht nur eher und Snapper, Ersatzteillage. Aber wie gesagt, so die einfachen Sachen, die Verschleißteile, die bekommt ihr über eBay ohne Probleme. Dann haben wir noch eine Reform. Ist glaube ich auch ein Österreicher, absoluter Panzer. Ich habe bloß dieses eine Bild mit den anderen Schneefräsen drauf, das ist die ganz rechte auf dem Bild. Alter, leck mich fett, war das ein Panzer, also unglaublich. Ich glaube, die hat 10 oder 11 PS gehabt, ein Kamin, brutal. Und ich habe auch selber die Ehre gehabt, mit der zu arbeiten, wo ich die hergerichtet habe, hatten wir einen harten Winter. Da habe ich mal 20 cm Schnee gefräst, da hat die mich ausgelacht. Also da hast du noch fast im höchsten Gang hast das fräsen können, die hat sich durchgearbeitet. Das war ein absolut mega geiles Teil. Also wirklich genial, richtig geil, richtig Power. Der lange Kamin, du hast schön steuern können, wo es hinschmeißt, dir ist nichts in die Fresse geflogen von Schneestaub, wenn ein bisschen Wind war. War wirklich ein absolut cooles Teil. Und als letztes noch eine Canadian. Ja, Canadian kannst du wieder gleichsetzen mit Toro, mit Ariens, mit Bolens, Snapper. Auch so alles in der Bauart und in dem Bereich, auch preislich gesehen, alles spielt da in einen Bereich rein. Auch eine tolle Schneefräse, kannst überhaupt nichts meckern. Motorenmäßig haben sie einen Türkemsi-Motor meistens drauf.
kannst auch nicht meckern, es sind grundsolide Motoren, gibt es überhaupt nichts, obwohl ich persönlich ein bisschen den Büchsmotor favorisieren würde. Aber grundsätzlich auch eine tolle Schneefräse. Jo, jetzt haben wir da 23 Schneefräsen durchgeredet, der Wahnsinn. Wie schon gesagt, schaut immer auf was. Ja, wenn ihr eine Schneefräse kauft, schaut auf den allgemeinen Zustand. Das ist einmal das allererste. Ist die von oben bis unten durchgefegelt und feilt und rostig, dann weißt oder wisst ihr, die Schneefräse ist nie gepflegt worden. Wenn ihr eine 20, 25 Jahre alte Schneefräse euch holt und da ist kaum Rost dran, dann ist die einfach gepflegt worden. Die ist einfach im Frühjahr mal runtergewaschen worden, dass das Salz von der Maschine runter ist. Und eine grundsätzlich gepflegte Maschine, Stunden oder Alter bei einer Schneefräse ist immer relativ. Also ich habe kein Problem, eine 25, 30 Jahre alte Schneefräse zu verkaufen, weil die einfach wenig laufen sind. Was brauchst du eine Schneefräse? Die läuft im Jahr vielleicht, mein Gott, 2 Stunden in der Regel. Mehr hast du doch nicht. Du hast deine Hofeinfahrt und die wird im Jahr 2-mal richtig zugeschneit und dann tust du die räumen. Wenn es 2 cm Schnee herhaut, dann machst du entweder gar nichts oder nimmst deine Schneeschaufel, weil du schneller bist. Die Schneefräsen haben alle meistens keine Stunden drauf. Das Problem ist einfach nur fehlende Wartung. Natürlich, wenn ich sage, ich hole mir eine Schneefräse aus dem Hochgebirge, ja, die ist mehr gelaufen. Aber davon reden wir jetzt nicht. Wir reden einfach von normalen oder halbwegs normalen Bedingungen. Und es war keine einzige Marken von allen, die in 23, die ich jetzt hier aufgezählt habe, dabei, wo ich wirklich sagen würde, holt euch das bloß nicht. Auf gar keinen Fall. Man muss halt einfach wissen, was man sich kauft. Wenn ich eine Snowthrower hole oder eine Holzinger oder eine MTD, dann muss ich einfach wissen, dass es nicht das die Wahnsinnsqualitätsmaschine ist. Das ist halt einfach so. Dafür habe ich einfach einen günstigeren Preis. Wenn ihr euch eine Honda oder Yamaha holt, da habt ihr eine andere Qualität. Ganz klarer Fall, aber ihr habt auch einen anderen Preis. Und von daher ist mein persönlicher Favorit einfach immer nur die Yamaha. Weil zum einen ist es qualitätsmäßig top, absolut mega genial, aber selten. Und weil es eben nicht so wie die Honda zu so einem dermaßen hohen Preis so viele verkauft werden, kriegst du die Yamaha zum relativ günstigen Preis. Also relativ günstigen Preis. Wäre absolut zu empfehlen. Meine wirklich Lieblingsmarken, ganz ehrlich, Toro und Yamaha. Ariens, absolut super, könnt ihr überhaupt nichts falsch machen. Wenn ihr sagt, ihr wollt ein bisschen Geld sparen, wollt aber vielleicht einen Raupenantrieb haben, oh, unter 1000 Euro bleiben, holt euch eine Holzinger, ist kein schlechtes Gerät, gibt es überhaupt nichts zu meckern. Wenn ihr sagt, ihr wollt euch was aus dem europäischen Raum holen, holt euch eine Reform. Also österreichische Hersteller, absolut genial. Amerikanische Hersteller, da gibt es keine direkten schlechten. Snapper, Toro, absolut super, tolle Maschinen. Wie gesagt, SimpliCity, passt ein bisschen auf, Ersatzteillage könnte da echt verdammt schwierig werden. Aber grundsätzlich, ihr könnt nichts falsch machen, wenn ihr mit Bedacht und mit Hirn an den Kauf rangeht und einfach euch die Maschine anschaut, vorführen lasst, selber probieren. Und ja, dann hoffe ich, ich habe euch ein bisschen weiterhelfen können. Wenn ihr nur Fragen habt zu bestimmten Maschinen, ich habe jetzt mit Sicherheit nicht alles beantworten können, das wird das Video in die ewigste Länge ziehen, das ist ja jetzt auch ein Blödsinn. Dann einfach unten in die Kommentare reinschreiben oder mich persönlich anschreiben, überhaupt kein Problem mehr da. Vielleicht kann ich euch dann weiterhelfen. Und dann da die Song. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Das hat mich nachher echt gefreut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut's rein, habe die Ehre und Servus.